Guten Tag. Wir werden heute im Rat über die Situation in Nordafrika beraten. Erstens natürlich über Libyen. Hier muss ganz klar sein, dass jemand, der Krieg gegen sein eigenes Volk führt, für die Europäische Union kein Gesprächspartner ist. Deshalb fordern wir den sofortigen Rücktritt von Gaddafi. Und wir werden alles tun, um hier ein einheitliches Signal zu setzen, dass durch wirtschaftliche, durch finanzielle und sonstige Sanktionen dieses auch unterstrichen wird und der politische Wille deutlich wird, dass wir in Gaddafi keinen Gesprächspartner und keine Zukunft für Libyen sehen. Wir wollen alles tun, um das Leiden des libyschen Volkes auch einzuschränken. Allerdings sage ich ganz deutlich, wir müssen die Schritte, die wir unternehmen, auch genau überlegen, damit sie auch zu einem vernünftigen Ende führen. Ich wünsche mir, dass wir heute ein einheitliches Signal hier abgeben, denn Teile und Herrsche würde nur Herrn Gaddafi in die Hände spielen und genau das muss vermieden werden. Ich glaube im Übrigen, dass wir uns natürlich auch mit der Situation in Nordafrika insgesamt beschäftigen werden, insbesondere auch in Ägypten und Tunesien. Hier hat die Kommission ein sehr positives Papier vorgelegt, was eine neue Partnerschaft mit den Ländern dieser Region deutlich macht. Und die Europäische Union ist hier bereit, finanzielle, aber auch politische Unterstützung zu leisten, um den Weg hin zu mehr Demokratie, zu mehr Freiheit auch gestalten zu helfen. Dazu gehören auch insbesondere freie Handelszugänge, dazu gehören wirtschaftliche Kooperation und Unterstützung bei der Vorbereitung von Wahlen und bei notwendigen rechtlichen Änderungen, aber immer im Blick auf die Länder, das heißt mit den Ländern zusammen. Insofern ist das heute Vormittag eine außerordentlich wichtige Sitzung und ich hoffe, Ihnen dann am frühen Nachmittag über die Erfolge berichten zu können. Das kann die EU für Japan.